Guten Morgen. Wir beten am Anfang. Jesus, ich danke dir, dass wir hier sein dürfen, in deiner Gegenwart. Vater, ich danke, dass wir einfach heute mit dir den Tag anfangen können. Bitte, Vater, dass du uns heute deine Liebe besonders zeigst, Vater, dass wir verstehen können, dass wir deine Kinder sind und dir einfach, dass wir das Wort verstehen können. Amen. Wir fangen mit dem Bibelvers Römer 8, 38 und 39. Und da lesen wir: Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Und Paulus beschreibt hier so große Sachen, entweder Tod oder Leben, Gewalten, also schon so richtig, sage ich, gute Gründe, damit man fühlt, dass die Liebe Gottes irgendwo verschwindet. Aber manchmal oder sehr oft sind es nicht diese großen Sachen, sondern sind es halt unsere Kleinigkeiten, unser tägliches Leben. Manchmal ist es unsere Fehler, unsere Zweifel, so wie wir uns verhalten haben, wenn du mit jemandem gestritten hast. Und dann, das sind die Sachen, die versuchen uns davon zu überzeugen, dass Gott uns nicht mehr liebt. Wenn wir einen Fehler gemacht haben, dann versuchen wir nicht sofort vielleicht nochmal die gleiche Aufgabe zu machen, weil wir uns denken, okay, ich habe heute nicht gebetet, dann bete ich jetzt auch nicht, weil Gott, ja, wenn ich einmal nicht gekommen bin, warum soll ich jetzt in meinem Problem nochmal zu Gott kommen? Oder gestern habe ich die Bibel nicht gelesen und dann fühle ich mich sofort irgendwie von Gott getrennt. Und dann schauen wir heute Geschichte von Petrus und zwar Markus Kapitel 14. Vers 27 bis 31 zuerst. Und da lesen wir: Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern: Ihr werdet euch alle von mir abwenden, denn in der Heiligen Schrift steht: Ich werde den Hirten erschlagen und die Schafe werden auseinanderlaufen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich nach Galiläa gehen und dort werdet ihr mich wiedersehen. Da beteuerte Petrus: Wenn sich auch alle anderen von dir abwenden, ich halte zu dir. Jesus erwiderte: Ich versichere dir, heute Nacht, noch ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Ausgeschlossen, rief Petrus, auch wenn es bedeutet, dass ich mit dir sterben muss, werde ich das niemals tun. Petrus sagt dir, auch wenn ich sterben muss, also egal was passiert, auch wenn das Schlimmste kommt, ich werde nie sagen, dass ich dich nicht kenne, ich werde mich nie von dir abwenden. Und Petrus kannte Jesus, er hat sehr viel mit ihm erlebt, alle Jünger haben sehr viel mit ihm erlebt und Jesus wollte auch die Jünger so vorbereiten, darauf was kommt, dass er stirbt, was passiert. Und die Jünger haben das, glaube ich, nicht so wirklich verstanden, nicht so wirklich gecheckt, was es eigentlich bedeutet und dass es wirklich passiert. Und dann geht es weiter, Markus 14, 66 bis 72. Petrus war immer noch unten im Hof. Eine Dienerin des Hohenpriesters kam dazu und bemerkte, wie er sich am Feuer erwärmte. Sie sah Petrus genauer an und sagte: Du gehörst doch auch zu diesem Jesus aus Nazareth. Doch Petrus behauptete: Ich weiß nicht, wovon du redest. Schnell ging er ins Haus, hinaus in den Vorhof. Da krähte ein Hahn. Aber auch hier entdeckte ihn die Dienerin und sagte zu den Umstehenden: Das ist auch einer von denen, die bei Jesus waren. Wieder bestritt Petrus es heftig. Doch nach einer Weile sagte auch die anderen, die dort standen: Natürlich gehörst du zu den Freunden. Du kommst doch auch aus Galiläa. Da rief Petrus:
Ich schwöre euch, ich kenne diesen Menschen überhaupt nicht, von dem ihr da redet. Gott soll mich verfluchen, wenn ich lüge. Und da kommt schon wieder so ein heftiger Satz. Gott soll mich verfluchen, wenn ich lüge. Also Petrus geht sogar so weit, dass er sagt, wenn ich lüge, Gott weiß, er soll mich verfluchen. Und das ist, manchmal ist es so krass. Man denkt an also große Sachen wie in Römer, Tod, Leben, Gewalten. Und da reicht einfach ein bisschen Angst und eine Zunge. Und da geht es schon los. Da sind wir so weit weg von unseren Versprechen, von unseren Absichten, obwohl die gut waren, die waren perfekt, aber wie schnell dreht es sich um? Und trotzdem, Jesus kennt unser Herz. Er hat zu Petrus gesagt, noch heute Nacht. Er hat nicht gesagt, ein paar Tage später, ein paar Wochen später, vielleicht nächstes Jahr sogar. Er wusste, schon diese Nacht änderte sich von 100% auf null. Wie ist es dann weitergegangen mit dem Petrus? Dann schauen wir noch Johannes 21. Vers 15-17. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die alle anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus, doch noch einmal. Da sagte Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal fragte Jesus Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus, dann sorge für meine Schafe. Und hier haben wir diese Situation, wo Jesus schon auferstanden ist und hat alle seine Jünger zu sich geholt und auch den Petrus. Und ich kann mir vorstellen, wenn Petrus zu diesem Treffen ging, dann hatte er kein gutes Gefühl. Er hat sich bestimmt gedacht, ja, jetzt, der Jesus zeigt mir, ne, der macht so und sagt, ja, du hast mich enttäuscht, jetzt hast du nichts mehr hier zu suchen und ich brauche dich nicht mehr. Aber Jesus hat ihn genauso aufgenommen wie alle anderen Jünger. Er hat ihn genauso behandelt wie alle anderen Jünger. Und er hat ihn auch dreimal gefragt, liebst du mich? Ob du mich wirklich liebst? Bei dem dritten Mal wurde Petrus traurig. Er hat sich dann bestimmt gedacht, ja, Jesus vertraut mir nicht mehr, er glaubt mir nicht mehr, weil das, was ich getan habe, hat mich dann so disqualifiziert in seinen Augen. Und das konnte auch so sein. Jesus konnte Petrus einfach dazu holen und sagen, ja, also lieber Petrus, tut mir leid, es ist vorbei, du hast mich dann enttäuscht. Du kannst kommen, stell dich da in der Ecke, bist du da, ist okay, aber ansonsten haben wir nichts mehr miteinander zu tun. Aber Jesus hat ihn aufgenommen und hat was Wichtiges gesagt. Er hat dreimal gesagt, pass auf meine Schafe auf, hüte meine Lämmer. Und das bedeutet, dass Jesus Petrus nicht nur wieder aufgenommen hat, nicht nur vergeben hat, aber war sogar bereit, ihm wieder eine Aufgabe anzuvertrauen, war sogar bereit, ihm wieder die gleiche Aufgabe zu geben, die Petrus davor hatte. Und Jesus hat nicht gesagt, okay, jetzt hast du versagt, jetzt kannst du, keine Ahnung, vielleicht meine Sandalen tragen oder so. Aber der hat gesagt, trotzdem, dass du vielleicht nicht dein Bestes gegeben hast oder hast du in diesem schwierigen Moment hast du aufgegeben, dann trotzdem vertraue ich dir, trotzdem liebe ich dich und trotzdem weiß ich, dass du die Aufgabe wieder gut machen wirst. Weil, so wie Petrus sagte, Jesus, du weißt doch alles, du kennst mein Herz, dann wusste Jesus, wie die Umstände waren. Er wusste, warum Petrus aufgegeben hat, warum er Angst bekommen hat. Und das ist genauso mit uns. Jesus kennt unsere Herzen, er weiß genau, wo unsere Schwierigkeiten sind und trotzdem
nimmt er uns wieder auf. Und trotzdem hat er für uns immer eine Aufgabe. Und trotzdem sagt er nicht, du bist bei mir jetzt am Ende, brauchst du nicht mehr zu kommen, aber er will, dass wir nochmal kommen. Und mit Liebe ist es so, dass es auch gewisse Ehrlichkeit braucht. Wir müssen ehrlich sein. Und auch wenn etwas nicht gut gelaufen ist oder vielleicht unser Verhalten nicht so richtig war, dann müssen wir kommen und ehrlich vor Gott sagen, ich stehe jetzt vor dir, du weißt, wie ich bin, du kennst mein Herz und ich habe hier einen Fehler gemacht, aber trotzdem möchte ich weiter mit dir leben, trotzdem möchte ich bei dir sein und ich weiß, dass du mich liebst und ich weiß, dass nichts in der Welt diese Liebe, also mich von dir trennen kann, diese Liebe vernichten kann. Und dafür wollen wir noch beten. Gott, ich danke dir für deine große Liebe, Vater. Ich danke, dass egal wie die Umstände sind, du liebst uns immer, Vater. Du hast es gezeigt auf dem Kreuz, wo du das Leben gegeben hast. Und ich bete einfach, dass du heute jedem zu spüren gibst, wie sehr du liebst, Vater. Ich bete, dass wir begreifen können ein bisschen von dieser Liebe, dass wir begreifen können, dass der Weg zu dir offen steht, dass wir jederzeit kommen können, Vater. Dass auch egal, was wir auf dem Herzen haben, was der Tag so gebracht hat, was die letzte Zeit, was passiert ist, Vater, du weißt es alles, du kennst das Herz, du kennst die Umstände, wir legen das alles zu deinen Füßen, Vater, und wir nehmen deine Vergebung an, wir nehmen deine Liebe an und ich proklamiere einen guten Tag heute, ich proklamiere Freude und Frieden für jeden, Vater, und ich danke, dass du unser guter Gott bist. Amen. Amen.